Heute widmen wir uns Abwehrplagen der Woche vom 21.12. bis zum 27.12. Dabei kommen heute 18 Uhr, 19 Uhr die beiden Venture-Pods, die eigentlich gestern kommen sollten. Ich habe den Upload-Plan letzte Woche leider nicht geschafft, wegen Zeitgründen, tut mir leid. Diese Woche sieht es besser aus. Diese Woche versuche ich es zu schaffen. Ich denke, ich schaffe es mal. Um 20 Uhr startet dann ein kleines neues Kurzprojekt, und zwar Super Mario Bros. Das wird relativ schnell vorbei sein. Ihr seht halt da drei Parts. Eventuell brauche ich noch einen am Donnerstag, aber ich denke nicht. Das ist nämlich 9.30 aufgenommen, aber ich denke, ich schaffe es in drei Parts. Wenn nicht, dann Schande über mein Haupt, weil ich bin eigentlich gar nicht mal so schlecht im Spiel. Wie gesagt, das geht dann von Montag bis Mittwoch. Wie gesagt, eventuell Donnerstag. Dann morgen, Dienstag, Pokémon Plattgrün. Ich habe schon vor einer Woche den State von... State von Yannick bekommen, aber ich konnte auch nicht aufnehmen, das werde ich heute noch machen. Das heißt, morgen kommt der Pokémon Plattgrün Part, dann werde ich den State an Drache weiterleiten, dann wird das auch endlich wieder kommen, das Spiel. 17 Uhr kommt morgen Custom Quest, ja, und dann 20 Uhr wieder mal Ross. Mittwoch geht es mit Pokémon weiter, ist auch Pokémon Gold, nicht Pokémon Plattgrün. Dann 17 Uhr der Custom Quest und 18 Uhr den Toon, was ja eigentlich letzte Woche mitbekommen sollte, aber ich nicht mehr geschafft habe. Und 20 Uhr letzter Part Mario Bros. Donnerstag, ihr seht schon, das ist irgendwie so der Tag der Mario-Spiele. 15 Uhr startet ein neues Projekt und zwar Super Mario 64. Das kommt dann auch 16 Uhr nochmal. So als kleines Weihnachts-EP quasi. 17 Uhr startet ein weiteres neues Projekt, zwar Marioland. Und somit sind dann diese Woche drei Mario-EPs gestartet. 18 Uhr kommt eine Top 5 Mario-Spielliste, die ich eigentlich schon Sonntag gestartet wollte. Aber ich mir also gedacht habe, nehmen wir es einfach mal als kleines Weihnachts-Special, kann man also machen und so. Um 19 Uhr kommt dann auch schon der letzte Part Marioland. Das ist ja ein kurzes Spiel. Ich denke mal, 17 Uhr der Part, der wird dann eben Modus beinhalten. Hat das Spiel auch einen schweren Modus? Ich weiß gar nicht. Ich habe einfach mal vor, nicht selber zwei Parts einzutragen. Vielleicht mache ich ja auch pro Part einfach zwei Welten. Und da geht das Handy los, das ist auch wieder sehr funktionell. Ich denke, ich mache pro Part zwei Welten, weil ich habe vier Welten und dann pro Part zwei Welten, das wird so irgendwie hinkommen. Oder wie gesagt, es gibt, glaube ich, noch einen schweren Modus, den mache ich in Part 1. Es gibt einen normalen Modus, den kann ich erklären, das ist ein Aufklappen. Ich wollte halt einfach nur zwei Parts von Mario ranklappen, weil so ein kurzes Ein-Part-Projekt. So, 14 Uhr, am Freitag kommt der Pokémon Gold. 15 Uhr ein weiterer Part bei 60. Und 20 Uhr kommt dann der Legend of Zelda Stream. Den ich diese Woche Freitag hatte. Da haben wir den Stream Zelda Majora's Mask fast 3 Stunden lang. Vielleicht dann am 4.2, ich glaube 2 Stunden 30 oder so. Ja. Das heißt aber auch, dass ich diese Woche kein Majora's Mask streamen werde. Und ja, Samstag ist dann so ein RPG-Tag so ein bisschen. 14 Uhr Xenoblade Chronicles, 15 Uhr Final Fantasy und 16 Uhr ein weiterer Part nach 64. Um 20 Uhr kommt dann nochmal SpongeBob Schlammkopf Schlacht und für den Game Run. Und am Sonntag 15 Uhr Final Fantasy, was ja jetzt nur noch bei Let's Play, ganz normal Plays und kein Stream bei mehr. Da gab es auch ein paar Streitereien wegen des Videos, aber ist mir wert alles. Da nächsten Parts werden noch Streamaufnahmen sein, die ich dann länger zu kriegen. Aber doch 5 Parts sind das, glaube ich, oder so, ich weiß nicht mehr genau. Das ist, glaube ich, super zu viel. Egal.
Und dann wird es ein ganz normales LP sein. Um 18 Uhr kommt dann Xenon of Chronicles, was dann ja, wieder ein Jump-Key ist. Und 20 Uhr kommt dann Punchbox. Und ja, das wäre dann der Anfang der Upload für diese Woche. Ich hoffe, ihr freut euch über die vielen neuen Projekte, die auch relativ kurz sind. Wie gesagt, macht trotzdem keinen Spaß, hoffe ich das. Mario Land, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Wenn das Spiel einen harten Modus hat, werde ich so machen. Part 1 normaler Modus, Part 2 harter Modus. Und wenn nicht, Part 1 erste, zweite Welt, Part 2 dritte, vierte Welt. Ja. Und das wäre es dann auch mit diesem aktuellen Video gewesen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die vielen Videos diese Woche. Bis dann, ciao. Euer Herr Player. Ich hoffe, ich sehe euch in einem dieser Videos wieder.